Ja, hallo, mein Name ist Alex und ich bin Basti, hi. Genau, wir sind beides Redakteure bei SVZ Online und spielbegeistert. Richtig. Und da Brettspiele im Moment so boomen oder schon seit ein paar Jahren, haben wir gedacht, dass wir euch mal eins vorstellen. Willen des Wahnsinns, die zweite Edition. Ist erschienen. Genau, im Asmodee Verlag, eigentlich von Fantasy Flight Games, aber von Asmodee vertrieben. Genau, ist ein Spiel für 1 bis 5 Spieler. Ich würde das so als Horror-Krimi-Spiel bezeichnen, ist aber ab 12 freigegeben. Genau. Um dieses Spiel zu spielen, brauchen wir eine App. Und die App gibt es für Android, iOS und für den PC. Genau, ist relativ intuitiv, das Ganze. Wir haben hier einfach ein neues Spiel, einfach raufklicken. Und dann kommen wir schon in ein Menü, wo wir zwischen mehreren Missionen wählen können. Wir fangen gleich mit der Startmission an. Dem Kreislauf der Ewigkeit. Ja, wir haben die Box geöffnet und zack, der Tisch ist voll. Denn das Spiel hat sehr viele Bestandteile. Den Großteil in der Box nehmen wahrscheinlich die zahlreichen Figuren ein, die wir hier haben. Dann geht es weiter mit dem Spielplan an sich. Sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Auch ein ganz großer Pluspunkt dieses Spiels. Der Spielplan besteht also aus mehreren Komponenten. Ihr habt nicht, wie ihr es kennt, so ein großes Spielbrett. Und das Spiel baut sich dann so Stück für Stück auf. Genau, dann haben wir so diverse Marker, sage ich mal. Dann natürlich das Wichtigste, wir haben hier einmal uns, also die Charaktere, die man sich aussuchen kann. Gut, dann ohne lange Umschweife wollen wir dann direkt mal ins Gameplay einsteigen. Am Anfang ist der Tisch ja noch leer. Wir brauchen die App also wirklich von Anfang an. Und das Erste, was man macht, ist, die Ermittler auszuwählen. Da hat man die Auswahl zwischen 8 Ermittlern. Der nächste Schritt ist dann quasi die Zuteilung der Gegenstände. Das heißt, wir beginnen mit Startgegenständen, die uns die App dann auch vorgibt. Die suchen wir mal eben raus. Diese Gegenstände kann man jetzt beliebig untereinander aufteilen. Genau, an dieser Stelle müssen wir noch erwähnen, dass es ein kooperatives Spiel ist. Sprich, wir spielen gemeinsam gegen das Spiel. Zusätzlich zu den Gegenständen, die wir jetzt gerade verteilt haben, bekommt jeder noch 2 Hinweise. Und wozu die gut sind, das erklären wir dann gleich im Spiel. Gut, genau, haben wir zugeteilt. Und dann geht's quasi mit dem Spielaufbau los. Zu Beginn kriegen wir jetzt gleich noch eine Einführung in die Geschichte. Nach einem langen Tag voller Zeugenbefragungen lasst ihr euch in die Sessel eures Büros fallen. Wenn man diese erste Mission spielt oder allgemein, wenn man die Mission spielt, dann kann dieser Aufbau am Anfang immer ein anderer sein. Also es ist sehr variabel, das Spiel. Jetzt sagt uns die App, wo bestimmte Marker hingelegt werden. Das bringt uns auch erstmal so ein bisschen ganz kurzer Abriss zum Grundprinzip dieses Spiels. Jede Runde beginnt mit der Ermittlerphase. Das bedeutet, dass die Ermittler abwechselnd dran sind. Dafür hat jeder 2 Aktionen. Man kann entweder sich bewegen, man kann etwas durchsuchen, man kann einen Erkundungsmarker öffnen. In dem Fall würde ich jetzt beginnen. Mhm. Und würde mich einfach über die Aktion bewegen, mal in dieses Feld bewegen und würde dann als meine 2. Aktion diesen Durchsuchungsmarker mal durchsuchen. Sprich, ich muss jetzt auf der App hingehen und dort auf den Durchsuchungsmarker klicken. So, jetzt muss ich eine Probe ablegen. Das ist das erste Mal, dass die Würfel ins Spiel kommen. Und zwar sagt uns die App, dass ich eine Stärkeprobe ablegen muss. Und wenn wir auf unseren Charakterbogen schauen, dann sehen wir, dass jetzt in meinem Fall der Butler 3 Stärkepunkte hat. Bedeutet, ich darf 3 Würfel benutzen. Das heißt, ich würfel jetzt einmal. Ja, und jetzt ist der Fall eingetreten, dass, wie eben eingangs erwähnt, wir haben hier auf dem Würfel, habe ich jetzt eine Lupe gewürfelt. Das heißt, ich kann mit Hilfe eines Hinweises diese Lupe in einen Erfolg verwandeln. Und dann kann ich jetzt hier in der App sagen, ich habe einen Erfolg, bestätige das und dann wollen wir mal schauen, ob das reicht. Das hat tatsächlich gereicht. Das hat funktioniert, ja. Mit einem Stärkepunkt diese Schublade aufzureißen. Und wir bekommen die Signalpistole. Ich werde mich jetzt auch bewegen, ein Feld hier auf dieses Nachbarfeld und durchsuche hier oben mal das Gemälde. Genau, ich muss jetzt in diesem Fall eine Wissensprobe ablegen. Wissen, wenn ich auf mein Kärtchen gucke, habe ich 3. Das heißt, ich nehme jetzt auch 3 der Würfel. Dann wollen wir mal gucken. Jawohl, ab auf die Tastatur. Ein Erfolg. Ich hoffe jetzt mal, dass ich das gleiche Glück habe wie Alex. Du kennst dich sonderlich gut mit Astronomie aus, aber irgendwie kommt dir die Konstellation merkwürdig vor. Was übersiehst du nur? Das war nichts. Die Aktion ist weg. Und es geht in die Mythosphase. Genau.
Also ihr merkt, das Spiel ist aufgebaut in zwei Teile. Es gibt die Ermittler- und die Mythos-Phase. Genau, das wiederholt sich jetzt permanent bis zum Schluss. Von irgendwoher dringen wütende Stimmen. Dieses Mythos-Ereignis betrifft den Ermittler mit dem niedrigsten Einfluss. Genau, ich habe 4. Ich habe auch 4. Genau, jetzt müssen wir uns quasi wieder entscheiden, wer es wird. Genau, dann würde ich sagen, ich kriege das mal ab. Gut. Ich opfer mich. Alex stürmt, prescht nach vorn. Plötzlich fliegt aus Richtung der Stimmen ein Gegenstand auf dich zu. Der einfache Gegenstand Verbandszeug wird auf ein Feld gelegt. Dein Feld gelegt. Sprich, ich lege den jetzt hier drauf irgendwie. Das hat nicht funktioniert. Ich kann einen Hinweis einsetzen, um einen Erfolg zu haben. Das heißt, ich erleide noch einen Schaden. Und ich breche mir den Arm. Gut. So, dann sind wir auch schon wieder in der Mittlerphase. An dieser Stelle würden wir das Spiel dann auch erstmal beenden. Wir wollten euch ja erstmal nur einen kleinen Eindruck von dem Spiel verschaffen. Ihr sollt ja ganz viel selbst entdecken und wir wollen gar nicht so viel vorwegnehmen. Was mir an Willen des Wahnsinns zweite Edition am besten gefällt, ist eigentlich dieses Kommunikative, dieses Zusammenarbeiten, weil allein schaffst du hier in diesem Spiel eigentlich gar nichts. Je mehr Spieler mitmachen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Fall auch löst. Man muss aber dazu sagen, dass die Zeitangaben hier auch immer sehr sportlich sind. Also ich glaube, wenn man das Spiel entwickelt hat, dann schafft man es in der Zeit. Aber wenn man das Spiel wirklich jetzt so zum ersten Mal spielt oder auch schon öfters gespielt hat, es dauert doch immer ein bisschen länger. Also man muss ein bisschen Zeit einplanen, was aber bei dieser Art Spiel nicht unüblich ist. Für, ich sage jetzt mal, Brettspiel-Einsteiger ist der Einstieg wirklich ein bisschen schwierig. Also es ist schon ein nicht unkomplexes Spiel, man muss viele Dinge beachten. Also alles in allem ein schön atmosphärisches Spiel, ja. Es zieht einen da wirklich rein. Ja, das waren dann Willen des Wahnsinns und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und schreibt uns vielleicht mal in die Kommentare rein, was ihr gut fandet oder was ihr nicht so gut fandet. Und war jetzt auch für uns das erste Mal, dass wir es gemacht haben. Wir hoffen, es war nicht zu wahnsinnig. Aber es passt ja zum Spiel. Ja, das stimmt auch wieder richtig. Und ja, dann bis bald und schaltet wieder ein. Ciao. Tschüss. Ja, ist das gut? Ja. Schaltet wieder ein. Schaltet man ein? Scheiße, das ist so altbacken, ne? So altbacken. Ach, das passt schon.